Du weißt schon, dass wir auf Sendung sind? Nein, das mache ich nicht. Echt nicht. Hä? Was ist denn jetzt so schlimm? Nee, Junge. Ich mache jetzt kein Unboxing zu einer Waschmaschine. Waschmaschine, hör mal, klingelt's. Wer soll sich sowas angucken? Das interessiert niemanden. Komm, Junge, jeder braucht eine Waschmaschine. Die ist total wichtig. Boah. Ich soll das jetzt wirklich ansagen? Ja, ja, damit sprechen wir ein Millionenpublikum an. Ja. Waschmaschine. Hab keine Ahnung von den Dingern. Aber du hast doch eine gekauft und die auch gefilmt. Ja, ich hab das gefilmt. Na also, dann hau rein. Oh, gibt's doch nicht. Sag mal, fängst du auch mal an? Warte, warte. Ich lass mir was einfallen. Ja. Moment. Ich glaube, ich habe was. Okay. Kamera läuft? Hä? Hallo, seid gegrüßt. Ich bin der Andreas und ich packe aus. Heute haben wir für euch ein Unboxing zu einer Waschmaschine. Viel Spaß dabei. Was war das denn? Na, mehr fiel mir nicht ein. Ja, da stehe ich hier in meinem winzigen Badezimmer. 2 Meter an 2 Meter mit der großen Waschmaschine. Da ist noch vorher kurz einen Kaffee genossen. Es hallt hier wahrscheinlich ein bisschen. Ich bin mal gespannt, ob man alles so halbwegs erkennen kann. Schere, Messer sind bereit und es gibt tatsächlich ein Unboxing zu einer Waschmaschine. Ha! Ich denke, ich lege dann einfach mal los. So. Auf der Seite hier. Ich weiß nicht, ob man das alles schön erkennen kann. Das sind ja manchmal sehr hübsche Symbole oder Warnhinweise darauf, mit diesem Schuh, dass man sich nicht oben drauf stellen darf. Und hier an der Seite, richtig cool, da haben wir Danger. Puh. Washing Machine. Ich würde sagen, ich kann hier von dem Karton nicht so viel zeigen. Ist jetzt auch nicht ganz so einfach. Ich bin mal gespannt, wie ich das hier jetzt auch bewerkstelligen kann mit dem Unboxen. So. Ups. Rohe Gewalt ist hier gefragt. Ich muss hier mal ein bisschen zur Seite. Und. Oh, ich wollte das jetzt aufreißen, aber man kann den Karton hochziehen. Das ist ja günstig. Oh, das ist ein Riesenkarton. Den werde ich jetzt erstmal beiseite schaffen. Moment. Nehmen wir das Kondom auch noch ab. Und da haben wir es. Ich zeige euch das mal von nahem. Man erkennt das soweit. Hier habt ihr für diejenigen, die auch an einer Waschmaschine interessiert sind, die wichtigen Angaben. Was haben wir hier noch? Installationshinweise. Ganz wichtig. Und eine Bedienungsanleitung. Etwas blöde, das gerade so zu halten. Ist jetzt auch nicht super spannend. Nicht so spannend wie dieses Hightech-Gerät hier. Was haben wir denn hier? Mehr Trommelbewegungen, mehr Leistung. 6 Motion Direct Drive ermöglicht den Effekt einer echten Handwäsche und sorgt so für eine optimale
Nee, eine optimierte Waschleistung. Die innovative Antriebstechnologie des LG Inverter Direct Drive Motors reduziert den Energieverbrauch. Der riemenlose Inverter Direct Drive Motor sorgt für längere Lebensdauer, weniger Geräusche und mehr Stabilität. Wow. Ja, da gucken wir mal. Ist schon überall knackt, was so knackt. Das ist natürlich das Styropor hier unten. Da muss ich die Waschmaschine jetzt. Ach, hier haben wir noch mal ein Werkzeug. Whoop. Einmal das Werkzeug, einen Schraubenschlüssel. Ja, jetzt muss ich gucken. Da ich nämlich alleine bin, mal schauen. Zerbreche ich das einfach? Ich würde fast sagen, ja, ne? Oder ich hiefe es mal raus. Moment. Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich zeige euch das Ganze von hinten nochmal. Da haben wir. Ja, super spannend alles. Schlauch, recht lang. Kabel, Steckverbindung. Hier ist wohl die Waschtrommel, die Teilchen, die wir dann hier mit dem Schraubenschlüssel entfernen dürfen. Da die Waschtrommel für den Transport ja natürlich immer festgedreht ist, um nicht hin und her zu wackeln. Und hier unten die Füße gummiert. So. Ich guck mal, ob ich das jetzt irgendwie hier rauskriege. Nicht ganz einfach. Und? So. Naja, ist doch einfach. Ich filme das aber gleich noch alles am Arm. Ich will ja nur zeigen, wie kräftig die Maschine hin und her rücken kann. Wobei die nicht mehr ganz so schwer sind wie die alten Waschmaschinen. So sieht das gute Stück aus. Und hier noch ist das hier auch nochmal, ist das energiesparmäßig oder so? Keine Ahnung. Und Kamera wird scharf. Das hübsche Schläuchlein haben wir hier auch noch. Ansonsten dann haben wir hier noch eine Aufhängung für den Schlauch. Und das war es soweit. Da ist tatsächlich schon Feuchtigkeit, also sie ist nass von innen. Ups, Schubfach. Ja, wie gesagt, ich zeige das jetzt nicht mal von nahem. Aber macht so optisch, sofern man das bei einer Waschmaschine sagen kann, doch einen recht netten Eindruck. Sieht gut aus. Hier unten noch das Fach. Ich weiß nicht, ist das mit in der Aufnahme? Nein, nicht so richtig. Flusenfilter und dergleichen wahrscheinlich. Nun gut, dann würde ich sagen, ich stelle das Teil jetzt mal auf. Viel mehr zum Zeigen gibt es jetzt auch gar nicht. So, hier hinten, das wackelt jetzt alles ein bisschen, weil ich mit einer Hand hier die Kamera festhalte und mit der anderen schraube. Weil jedenfalls die Schrauben alles schön entfernt, ist etwas schwierig, dieses weiße Teil hier rauszuziehen, geht aber noch. Dann haben wir, ich versuche da mal zwischenzukommen, das Näpschen hier, damit können wir das Ganze verschließen. So, die Nopsi sind alle so weit raus. Ich ziehe dann hier mal das Kabel ab, das ist hier unten festgeklemmt. Und hier haben wir natürlich das Abflussschleuschen. So, dann haben wir hier den Wasserzulaufschlauch. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gerade scharf kriegt. Sie versucht das hier aus. Das andere Ende schließen wir an der Waschmaschine an. Ich werde das gleich alles nochmal mit der Rohrzange ein bisschen nachziehen, damit da auch kein Wasser auskommt. Jetzt muss ich nur noch den Schlauch in das gruselige Abflussrohr hier reinstopfen. Okay, so sieht das Ganze aus. Ein bisschen chaotisch jetzt. Zu guter Letzt kommt dann natürlich der Stecker in die Steckdose. Ich mache ihn mal so rum. Und gut ist. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal von nahem an. So sieht also das Bedienerfeld aus. Die Maschine ist, wie ihr gerade gesehen habt, eingestöpselt. Mal reingeschaut. Husch. Ich will da jetzt gar nicht so groß dran rumfummeln.
10 Jahre Garantie auf den Motor. Trommel nochmal von innen geschaut. Ich weiß jetzt nicht, ob die Beleuchtung ausreichend ist. Versuch mal etwas nah ran zu zoomen. Ah, da wird es auch heller. So sieht das Ganze aus. Ganz unten noch das Flusenfilter. Das jetzt aber auch nicht mehr rausdrehen werde. Okay, ich würde sagen, ich mache einfach mal an, oder? Also ich schalte die Maschine einfach mal an. Das dürfte ja dann hier sein. Und? Ah, jetzt habt ihr gar nicht gesehen. Habe ich blöde gefilmt. Nochmal kurz den Startknopf gedrückt, weil das so cool ist. Puh, geil, ne? Bumm. Ich habe mal eben ein wenig Waschmittel eingefüllt, weil man soll die Maschine vor dem ersten Inbetriebnehmen einmal durchlaufen lassen. Und zwar auf 60 Grad. Da muss ich jetzt mal gucken. Da ist 60. Und dann... Was? Mal schauen. Was passiert? Oh. Irgendwas passiert. Ich weiß noch nicht was. Aha. Oh, die Trommel beginnt sich zu drehen. Ah, da läuft gerade Wasser ein. Und es geht los mit dem Schleudern. Dann lassen wir uns mal überraschen, was wir jetzt für eine Meldung bekommen. Und wir sind jetzt ja, wir sind durch. Ende. Okay. Ja, ich denke, für 99% bis 100% von euch ist das das erste Unboxing zu einer Waschmaschine, das ihr euch angeschaut habt, falls ihr bis hierhin gekommen seid. Aber ich dachte mir, warum nicht, als ich mir eine neue Waschmaschine zulegte, warum nicht das Ganze einfach mal filmen? Jedenfalls, ich musste mir wirklich eine zulegen, da ich schon seit längerem meine Wäsche auf Hand am Waschen war, was die Wäsche nicht unbedingt sauber macht, also nicht wirklich sauber macht, ihr auch eigentlich schadet durch das ewige Wringen, und das Wringen geht auch ganz schön in die Arme. Naja, jedenfalls, ich habe mich entschieden für die LG Waschmaschine mit der Bezeichnung F14B8Q-Querstrich TD, Klammer auf, W, Klammer zu, Klammer auf, A, Klammer zu, Klammer auf, 1 bis 9, Klammer zu. Wer denkt sich solche Bezeichnungen aus? Nun gut, ich bin, weiß Gott, nicht der Fachmann für Waschmaschinen. Ist meine erste Waschmaschine und ich habe mich früher immer davor gedrückt, so ein Ding zu bedienen. Und jetzt sitze ich da. Das macht eine schöne Melodie, wenn es fertig ist. Das ist ganz witzig. Und es leuchtet hier und da auch ganz putzig. Aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Außer die Maschine ist wirklich leiser. Also in der normalen Tour, wenn sie die Wäsche wäscht, dann hört man sie so gut wie gar nicht. Ich bin mehrmals ins Badezimmer gegangen, habe gedacht, die Maschine wäre schon aus. Aber sie lief da so ganz leise vor sich hin. Nur wenn es zum Schleudern geht, dann wackelt es doch schon mal ganz schön in der Bude. Wir haben Holzboden hier, ist Altbau, und da vibrieren auch die Gläser im Küchenschrank. Und das, obwohl ich die Maschine wirklich mit der Wasserwaage ausgeglichen habe. Die steht also wirklich absolut top. Trotzdem, die rattert da ganz schön, wenn sie ins Schleudern kommt. 1400 Umdrehungen. Aber das Gott sei Dank nur kurz. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin bisher zufrieden. Die Wäsche ist sauber und von daher kann ich nicht viel bemängeln. Ja, ist eine Waschmaschine, ne? Und hast du noch was zu sagen? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Man wäscht Wäsche damit? Wie lame ist das denn? Ja, gut.
Das war es jetzt mit unserem kleinen Unboxing, beziehungsweise mit meinem kleinen Unboxing. Also, mach's gut, bis die Tage und ciao. Und Cut. Wäsche wäscht man damit. Ich hab gedacht, weil da ist so ein runder Monitor dran. Weißt du? Und ich dachte wirklich, man könnte. Also, das wirkte sehr plastisch. So rund. Weißt du? Und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Nee. Dann spiel doch noch mal unser Lied. Soll ich noch mal? Ja. Moment. Das ist cool. Cool, ne? Und, pass auf. Geil. Ja, aber sonst...